Willkommen zurück, liebe Studierende. Ich hoffe, Sie haben den Ausflug in die lustige, bunte Welt der Statistik gut überstanden. Wir sind immer noch bei diesem bitterbösen Boxplot und der Frage, warum sollen wir unsere Daten eigentlich grafisch aufbereiten? Warum sollen wir unsere wissenschaftlichen Ergebnisse irgendwie als Bilder präsentieren? Wir sind ja nicht im Kindergarten, oder? Sind wir nicht. Und wir machen das auch nicht, um Platz zu schinden. Im Gegenteil, bei den meisten wissenschaftlichen Publikationen ist das so, dass wir sehr, sehr wenig und sehr begrenzten Platz haben und deswegen schauen, dass wir so kompakt wie möglich schreiben. Das heißt, niemand verwendet Grafiken einfach so zum Spaß. Das bedeutet, die haben einen anderen, tieferen Sinn. Und zwar geht es darum, dass wir in der Wissenschaft sehr komplexe Dinge produzieren und dass wir unsere Ergebnisse möglichst einfach und möglichst verständlich darstellen wollen. Da helfen Grafiken. Wir sehen hier beim Boxplot, dass wir sehr schön auf einen Blick haben, diese Gesamtheit an Daten, diese gesamte Verteilung. Dafür haben wir aber auch noch andere Möglichkeiten und wir schauen uns jetzt mal die gängigsten an. Eine andere relativ gängige Möglichkeit, Daten darzustellen, die Sie wahrscheinlich aus anderen Kontexten kennen und sicher schon auch selbst verwendet haben, ist zum Beispiel das Tortendiagramm. Hier haben wir ein Beispiel, was ein bisschen Praxisrelevanz hat und nicht sehr wissenschaftlich ist dafür. Aber wir sehen hier, dass wir mal grundsätzlich eine Frage haben, mit der wir uns beschäftigt haben und wir haben verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und wie diese in der Realität dann auftreten oder wie wir sie gemessen haben, sehen wir dargestellt. Das bedeutet, dass wir einen ganz großen Bereich haben, der so zwei Drittel sind, der diese eine Option ausmacht und zwei etwa gleich große Bereiche, etwa jeder ein Sechstel, die sich auf diese anderen beiden verteilen. Das ist eine Art von Datenaufbereitung, die relativ wenig Informationen bringt, aber die dafür auf einen Blick sehr übersichtlich Dinge tut. Das heißt, bei Fragen, wo wir wenig Optionen haben, bietet sich das sehr gut an. Oder wenn wir wirklich Kernergebnisse haben, bei denen es uns besonders wichtig ist, dass Leute die im Kopf behalten, empfiehlt es sich, ein Tortendiagramm zu verwenden. Das sollten wir nicht tun, wenn wir mehr als 30 von diesen Variablen haben, beispielsweise, weil sonst sieht das jetzt einfach aus wie ein Kreis aus lustigem bunten Streifen. Das heißt, das bietet sich wirklich für eher einfache Sachverhalte an. Eine andere Möglichkeit, Daten darzustellen, ist das Balkendiagramm. Das kennen wir auch alle. Normalerweise kennen wir das um 90 Grad gedreht. In der Wissenschaft machen wir das gerne so. Da haben wir hier auf dieser Achse aufgetragen die verschiedenen Dinge, die wir beobachtet haben, und auf der anderen Achse die Ausprägungen. Das bedeutet, im Y sehen wir jetzt zum Beispiel unsere Gruppen und sagen, ja, in meiner einen Versuchsgruppe, da hatte ich jetzt diese Ergebnisse. Oder ich kann zum Beispiel sagen, es ist Sommer und ich habe gemessen, wie viel Eis wird verbraucht. Also Bananeneis ist nicht so der Hammer, haben 20 Leute gemocht. Pistazieneis schon ein bisschen mehr. Der große Knaller war Erdbeereis. Habe ich auch viele Daten auf einen Blick dargestellt, relativ einfach zu lesen und ich kann mir Details noch mal genauer ansehen. So, haben wir noch eine Grafik übrig? Überlegen wir mal, schauen wir mal. Ja, wir haben noch eine besonders schöne Art, Daten darzustellen. Das ist die Tabelle. Das ist was, was Sie in anderen Farbgebungen sicher schon gesehen haben. Das ist gewissermaßen die ultimative Tabelle. Das ist das Periodensystem der Elemente. Das kennen wir alle. Das ist ziemlich alt. Und warum lernen wir das alle immer noch? Weil es eine unheimlich effiziente Art ist, eine große Datenmenge gut zu kommunizieren. Wir haben extrem viele Daten verpackt auf diesem engen Raum. Und das funktioniert durch dieses Format der Tabelle. Wissenschaftliche Tabellen sind nicht immer so bunt wie diese und die sind auch nicht immer so aufgebaut wie diese. Aber grundsätzlich gilt, dass egal in welchem Kontext wir sie verwenden, da gibt es jeweils eigene Konventionen und Regeln. Und die sind weniger dafür da im Vergleich zu den vorherigen Grafiken, dass man auf einen Blick sieht, was so die Sachlage ist, sondern dass man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann, dass man sich ein bisschen genauer mit der Datenlage beschäftigen kann, dass man sich die Details ansehen kann, die einen interessieren, wo es einfach viel zu aufwendig wäre, das und viel zu Fläche füllen, das alles wirklich auszuschreiben. Das heißt, wir würden uns vermutlich in der Beschreibung, wenn wir jetzt diese Tabelle ausformulieren würden, seitenweise beschäftigen. Wenn wir eigentlich nur wissen wollen, wie sind die Eigenschaften von einem bestimmten Element, dann schauen wir das in der Tabelle nach, schauen uns den Referenzrahmen an, haben die Info, die wir brauchen. So ist es auch in der Wissenschaft. Das Periodensystem der Elemente ist etwas höchst Wissenschaftliches. Nehmen Sie sich daran ein gutes Beispiel. Benutzen Sie Tabellen, wenn Sie komplexe Daten gut übersichtlich aufbereiten wollen, für Leute, die mehr Details haben wollen, als Sie jetzt in einer einfachen Darstellung darstellen können. Jetzt haben Sie mal eine grobe Übersicht, wie Sie Ihre Daten präsentieren können und auch wie andere Wissenschaftler ihre Daten präsentieren. Wenn Sie etwas publizieren wollen, achten Sie
auf die Richtlinien, auf die Guidelines, auf die Templates. Jedes wissenschaftliche Fachjournal, jeder Verlag hat seine eigenen Templates, seine eigenen Vorstellungen, wie eine Tabelle aussehen soll, wie ein Balkendiagramm aussehen soll, wie diese ganzen Dinge aussehen. Das heißt, das sind jetzt nur mal so ganz, ganz grobe Ideen, in welche Richtung das geht. In der Praxis schaut man sich das dann immer nochmal an. Und ja, viel Vergnügen auch beim weiteren Ansehen wissenschaftlicher Arbeiten und beim Selbstgestalten. Bis zum nächsten Video.